Welche Rolle spielt jetzt das Bundesverfassungsgericht im System der Gewaltenteilung in der Bundesrepublik? Dazu muss man zunächst sagen, dass das Bundesverfassungsgericht ein wichtiger Vetospieler ist. Es existiert seit 1951. Es gab zunächst erstmal einige Streitigkeiten über die Kompetenzen des Gerichts und es wurde dann etabliert mit dem Gesetz zum Bundesverfassungsgericht. Es besteht aus zwei Senaten mit jeweils 8 Richterinnen, die 12 Jahre amtieren und dann auch nicht wiedergewählt werden können. Gewählt werden sie durch Bundestag und Bundesrat mit 2/3-Mehrheit. Und auch daran sieht man, dass es eben Bundestag und Bundesrat sind, dass hier die Länder wieder zu einem wichtigen Vetospieler im System, im politischen System der Bundesrepublik Deutschland werden. Zuständigkeiten liegen in Verfassungsstreitigkeiten zwischen Staatsorganen, Streitfragen zwischen Bund und Ländern, Verfahren der sogenannten abstrakten Normenkontrolle, wo es losgelöst von einem konkreten Fall geprüft wird, ob eine Norm der Verfassung entspricht. Es gibt auch die konkrete Normenkontrolle, wo anhand eines konkreten Falls die Richtigkeit einer Norm überprüft wird. Hinzu kommen Verfassungsbeschwerden. Man muss in diesem gesamten Zusammenhang vielleicht erwähnen, dass das Bundesverfassungsgericht ein passives Gericht ist. Es wird nur auf Anrufung tätig. Abstrakte Normenkontrolle kann beispielsweise auf Antrag der Bundesregierung, einer Landesregierung oder eines Viertels des Bundestages gestellt werden. In den ersten 60 Jahren seines Bestehens hat das Bundesverfassungsgericht 500 Normen des Bundes für verfassungswidrig erklärt. Das hört sich nach viel an, ist es aber nicht, wenn man bedenkt, dass fast 7600 Gesetze vom Bundestag erlassen worden sind.